Unter historischen Bedingungen wird der instinktive Input ignoriert. Die Kulturen, welche die menschlichen Werte dominieren, misstrauen dem Instinkt tatsächlich so tief, dass Kindern von früh an beigebracht wird, ihre Instinkte zu fürchten. Junge Menschen fühlen intuitiv, dass ihre Egos ohne Hilfe nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu managen, und die Kultur spielt mit dieser Wahrnehmung. Sie verdreht die Wahrheit hinter dieser Einsicht, indem sie jeder neuen Generation beibringt, dass sie aufgrund des Ungenügens ihrer Egos eine soziale Person entwickeln müssten, eine schützende Fassade, eine Vorstellung von sich selbst, hinter der sie sich in eine Sicherheit zurückziehen könnten und aus dieser Maskerade heraus auf der physischen Ebene verankerte Beziehungen führen. Gelegentlich ganz offen, doch meist durch vielfältige Formen untergründiger Überzeugungsarbeit, die praktisch von jeder kulturell angepassten Person geübt wird, lernen die jungen Menschen, dass die Entwicklung eines Selbstbildes eine dringende Angelegenheit von größter Wichtigkeit wäre. Das Selbstgefühl, das die Kinder dieser Kultur entwickeln, ist oberflächlich und fiktiv. Wenn ihr vorheriges Selbstbewusstsein unangemessen war, ist es dieser neue Ersatz dafür sicherlich noch mehr. Und so beginnt ihre Orientierung nach außen, immerzu auf andere zu schauen, Eltern, Lehrer, Autoritätsfiguren, um Führung, Ausrichtung und ein Verständnis der Wirklichkeit zu erlangen. Oft bleiben sie in einer solchen nach außen Orientierung für den Rest ihres Lebens und messen der inneren Stimme des Geistes so wenig Bedeutung bei, dass ihre Instinkte bald verkümmern und fast ganz vergessen werden. Wie die anderen in ihrer schlafwandelnden Gesellschaft beginnen sie die Werte in ihrem Leben zu berechnen, indem sie die schwerfälligen und oft angsterfüllten Denkprozesse des Egos anwenden. Die Fähigkeit darin ist der einzige Erfolgsmaßstab, der ihnen beigebracht wird. Spontan leben, instinktiv, einfach sein, die richtigen Worte sagen, ohne vorher darüber nachzudenken. Die Klarheit eines Geistes erleben, der nicht belastet ist von beschwerlichen und falsch platzierten Verantwortungen. Genau die richtige Geste zu kennen, das richtige Verhalten, die kreative Antwort in jedweder Situation. Das ist das Geburtsrecht jedes einzelnen menschlichen Wesens. Jedes Kind kommt in diese Welt mit einem gesunden und intakten instinktiven Bewusstsein. In den kommenden Sternenzivilisationen werden die Kinder diese Fähigkeit nicht nur erhalten, sondern entwickeln und zu einer besonderen Kunst ausbilden. Sie und ihre Gesellschaften werden instinktiv von Moment zu Moment leben. Und ebenso bist du eingeladen, damit anzufangen, so zu leben. Vertraue dir selbst, deinen Instinkten, deinen intuitiven Sinnen. Nimm dein Geburtsrecht an, das sich mit dir aus dem Sein hinter allem Dasein entfaltet hat. Das menschliche Design ist aus den höchsten Strömungen einer hohen Intelligenz hervorgegangen. Es ist deines Vertrauens würdig. Du bist darauf konditioniert, das zu fürchten, was du tun könntest, würdest du spontan agieren. Doch diese Angst basiert auf einer Lüge. Du bist nicht böse in deinem Kern, nicht sündig erschaffen. Das Universum hat mit dir keinen Dämon oder Dummkopf erschaffen, sondern ein wundervolles, leuchtendes Wesen. Du hast Teil an der kreativen Macht der Ewigkeit und der wundersamen Schönheit der Zeit. Du teilst mit den Engeln und dem Sternenmacher ein einziges, vereintes Bewusstseinsfeld. Solltest du die Spontanität fürchten, welche deine Schönheit ans Licht bringen würde? Solltest du den Ausdruck deiner Liebe fürchten? Deine lebendige Äußerung durch die Enge der berechneten Antwort eines anderen zu drücken, ist der Beginn des Todes. Du tust es auf Kosten deiner Vitalität. Es gibt einen anderen Weg. Dessen Essenz ist Vertrauen. Fühle den Informationsfluss deines Umfeldes unterhalb der Ebene deiner bewussten Aufmerksamkeit
frei durch die Tore deiner Seele ein- und ausströmen. Fühle, wie dieser Zustrom tief in dir mit Leichtigkeit, autonom und im Einklang mit deinem Lebensentwurf verarbeitet wird. Wenn du entspannst und deine Biologie im freien Rhythmus der Liebe fließen lässt, welche die gesamte Schöpfung belebt, organisiert deine Lebenskraft die Daten, die durch dein Beobachtungszentrum fließen, ganz natürlich. Meisterlich und makellos bringt sie das in dein momentanes Bewusstsein, was gerade die größte Bedeutung für die Seele hat. Opfere nicht die heilige Weisheit, die mit jedem Herzschlag aufsteigt, auf dem Altar deines Verstandes. Lass nicht zu, dass das Wesentliche der spontanen Strömungen, die das Verständnis der Ewigkeit tragen, von den düsteren Priestern der Tradition herausgenommen wird. Lass deinen Verstand in Liebe und Offenheit entspannen, bis er ein Altar wird, auf den das Bewusstsein des Schöpfers herabsteigt. Springe ohne Vorbehalt auf die pure Lebensenergie und reite diesen Strom bis in deine Entscheidungen hinein. Die dem Leben innewohnende Intelligenz bringt dir Selbst- und Weltverständnis und führt dich unbeirrbar in die Zukunft. Ein dürftiges Selbstbild ist weit besser als ein Bild ausgeklügelter Einbildung. Wenn die Winde der Veränderung zu stark für die Fiktionen der Menschen werden, so wie das bald geschehen wird, werden diejenigen mit einem dürftigen Selbstbild loslassen können und sich in Gott wiederfinden. Doch diejenigen, die schon völlig von ihrem Selbstbild eingenommen sind, werden keinen Raum für Gott haben, und sie werden jeder Veränderung Widerstand entgegensetzen, welche ihre Illusion bedroht, für deren Errichtung sie so lange gearbeitet haben. Wenn du das Göttliche empfängst, dann empfängst du all das, was jeder Manifestation vorausging, das grenzenlose Bewusstsein ewiger Liebe, das am Anfang war, das jetzt ist und immer sein wird, vor, hinter, über und in jeder Beziehung. Dieses Bewusstsein ist das größte Geschenk, das jemand je empfangen könnte. Wenn du erlaubst, dass dein Leben von den Strömen eingeborener Weisheit gelenkt wird, die instinktiv von innen herausfließen, empfängst du dieses Geschenk, findest dich eingetaucht in die belebenden Emanationen des Universums. In den Frequenzen zeitloser Liebe findest du deinen Sinn wieder. Du erinnerst dich an den Grund dieser Inkarnation und warum du menschliche Form angenommen hast. Du entdeckst, dass du Zugang zu einem Ozean lebendiger Information hast. Dein Zugangscode ist kindliches Vertrauen.